Um das Quadrat dieser Differenz zu berechnen, wenden wir diese binomische Formel an, die besagt, eine erste Zahl minus eine zweite Zahl im Quadrat, das ist diese erste Zahl im Quadrat minus zweimal diese erste Zahl mal diese zweite Zahl plus diese zweite Zahl im Quadrat. In unserem Fall ist 4x die erste Zahl und 5y ist die zweite Zahl. In Anwendung dieser binomischen Formel finden wir also diese erste Zahl 4x im Quadrat minus zweimal diese erste Zahl 4x mal diese zweite Zahl 5y plus diese zweite Zahl 5y im Quadrat. Um diese zwei Quadrate zu berechnen, wenden wir diese Formel an, die besagt, dass 4 mal x im Quadrat dasselbe ist wie 4 im Quadrat mal x im Quadrat. Also steht hier 16x Quadrat. Und dieselbe Formel besagt, dass dieses Quadrat dasselbe ist wie 5 im Quadrat mal y im Quadrat. Also dieser Term, das ist 25y im Quadrat. Und der mittlere Term, das ist minus 2 mal 4 mal 5, also minus 40 mal x mal y. Daher diese Endantwort und diese Übung ist schon beendet.